Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. Ich habe neues Baumaterial besorgt. Yay! Aber wir wollten ja nicht bauen. Wir wollen ja die Hecke da hinten erforschen, weil wir das Heckenlabor finden wollen. Natürlich kann man diese Reise nicht ganz, kann man diese Reise nicht antreten ohne Vorbereitung. Deswegen volles Trinken. Nahrung haben wir dabei. Jetzt müssen wir uns nochmal umziehen. Oh, das habe ich schon ins Inventar gepackt tatsächlich. Und zwar kann der Poncho weg und dafür ziehen wir uns einmal eine Eiche ins Gesicht. Das hört sich so falsch an. Eine Eiche-Gesichtsmaske. Es wird einfach nicht besser. Eiche und Gesicht, das gehört nicht zusammen. Okay, auf jeden Fall ziehen wir die an. Hier haben wir noch eine Rüstung über, die können wir erstmal zur Seite packen. Dann haben wir noch die Ameisenkeule. Die müssen wir jetzt noch in unser Inventar einpflegen. Das machen wir einmal schnell. Das heften wir weg und dann weisen wir da einem neuen Platz zu. Denn die soll mehr Schaden machen. Ich habe die noch nicht mal ausprobiert. Wow. Die ist auf jeden Fall mega langsam in der Handhabe. Also wenn die nicht groß Schaden macht, dann bin ich am Arsch. Ich sag's, wie es ist. So, ohne lang zu schnacken, der Tag ist noch jung. Rein ins Abenteuer. Wir haben uns angezogen. Ja, wir haben die Ameisenkeule. Müssen wir achten, hier ist so eine kleine Spinne. Ganz hinterlistig. Und, oh, da ist auch gerade was Hey there, gestorben. buddy. Oh, ach, du bist nur eine kleine rote Ameise. Deine Militärverwandten, die sind das Letzte. Die da zum Beispiel. Meins? Hat sie schon von mir abgelassen? Gibt es eigentlich. Nee, die ist immer noch interessiert. Wir gehen mal weiter. Die kommt da scheinbar nicht rüber. Die ist so doof. Ja, Versager. Oh, hier ist ja überall giftiger Nebel. Hier kann ich ja gar nicht geradezu durchgehen. Aber wir müssen sowieso in die Ecke. Dann gehen wir hier einfach gerade durch. Das Problem mit der Ameisen, also ich bin da nicht so überzeugt von. Die ist sehr, sehr langsam beim Zuhauen. Aber die soll halt Schaden machen. Also mehr als der. Was war denn das? Kriege hier schon Paranoia im Dschungel. Mehr als der Speer auf jeden Fall. Aber hier müssen wir aufpassen. In der Ecke sind oft Milben. Und wir müssen auch generell auf dem Weg oder dem Weg zur Hecke sehr wachsam sein. Denn dort werden ja Spinnweben erforscht, also gehen wir davon aus, dass da sehr, sehr viele Spinnen sind. Oh, ich wollte da hoch. Ich wollte die Aussicht genießen. Hier haben wir noch einen Pilz. Wegproviant. Oh Gott, der hat ja gar keine. Der ist ja kacke. Also da fand ich den Speer jetzt besser. Der ist wesentlich schneller. Das müssen wir nochmal abändern hier. Den finde ich ja gar nicht toll. Können wir den Speer gleich fest zuweisen? So, ja. Dann haben wir erledigt. Jetzt kommen immer mehr von denen. Da war auch was. Okay, der ist abgelenkt. Danke, kleiner Rüsselkäfer. Dafür esse ich dich auch erst später. Jetzt muss ich einen neuen Weg finden. Es geht alles von unserer Zeit ab. Ich würde da gern ankommen, solange wie es noch hell ist. Und wir sehen, was da auf uns zukommt. Oh. Das können wir essen. Oh, ich bin runtergefallen. Können ja auch mal so ein bisschen gucken, ob hier noch Tautropfen hängen. Da ist einer. Jetzt sparen wir uns noch ein bisschen die Flasche ein. Wo ist er hin? Da.
tastes good. Und vielleicht mal eine Kleinigkeit essen. Ne? Frühstückspause muss sein. Na, ja, mal hinsetzen hier. Ja, Frühstück genießt man ohne Waffen. Okay, dann sind wir ja schon fast an der Hecke angekommen. Ich hole die Waffe lieber wieder raus. Den Speer. Der ist halt... Der hat auch nicht die Durchschlagskraft, aber der ist halt schnell in der Handhabe. Ne? Also ich denke, damit fahren wir besser. Komme ich hier den Baum hoch? Das wäre natürlich jetzt cool, wenn wir da einfach rübergehen könnten. Scheint nur ein Rüsselkäfer zu sein. Ne, Milben. Oh nein. Autsch. Hart zu früh geblockt. Nehmen wir mit. Können wir verarbeiten. Ja, die haben uns aber gut Schaden gemacht. Daraufhin essen wir vielleicht mal einen Pilz. Na, kleine Ameise. Oh, verdammten Milben. Ich muss so eigentlich da rechts rüber. Da ist ja schon die Hecke. Oh, das ging aber schnell. Wir sind ja fast da. Marienkäfer. Der natürliche Feind des Menschen. Ja, eine große Actionfigur. Ja gut, wir sind halt sehr klein. Aber wir haben ja eine gute Aussicht. Mal einen kleinen Überblick verschaffen. Da! In der Mitte der Hecke. Kommen wir bestimmt irgendwie hochgeklettert. Entweder hier hin, obwohl... Ich weiß nicht, ob wir den hochgehen können. Das sieht sehr steil aus. Über die Steine. Bin ich jetzt vielleicht falsch rumgelaufen? Oh, ich habe schon Angst gehabt, dass das zu hoch ist. Und wir gehen durch den Wald. Hier ist es finster und kalt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da war auf jeden Fall eine große Spinne. Ein Bombardierkäfer. Oh, hier ist ja nur Rotz, wa? Okay, da ist die Hecke. Ist natürlich die Frage, wie sicher komme ich jetzt noch da an? Auf die letzten Meter. Es wäre vielleicht praktisch, wir bauen uns hier schon mal ein Zelt. Falls wir hops gehen, haben wir einen Spawnpunkt. Oh, mein Zelt. Da. Die vier. Ein bisschen schick soll es ja auch aussehen. Hier auf dem Hügel. Nee, nach hier. Okay. Was brauchen wir? Drei Klee, zwei. Hier haben wir schon mal einen. Da haben wir noch einen. Jetzt brauchen wir noch Klee. Der ist hier vorne. Das ist ja praktisch. Eins, zwei und drei. So, Hammer in der Hand nehmen. Wir werden ja handwerklich begabt hier und tätig. Wunderbar. Dann wollen wir hier einmal einen Spawnpunkt setzen. Und dann geht es weiter. Mensch, da sind wir ja schneller hier angekommen, als ich gedacht hatte. Das einzig Doofe ist, es wird bald dunkel. Kann ich dann Speer in der Hand nehmen? Ich habe halt... Oh, da sind Bombardierkäfer und Milben. Ich habe halt ein bisschen Bamsel. Dass hier Spinnen sind, aber das sieht bis jetzt ganz human aus. Also wir können uns nicht beschweren. Oh Gott. Das komische Board hat mich erschreckt. Was ist das? Eine Beere. Die kann ich zerhäckseln.
Nahrung. Nahrung ist immer gut. Ist irgendwas Rosanes? Gucken, ob wir da irgendwie hinkommen, ohne zu stürzen im Optimalfall. Ja, hätte ich das gewusst, hätten wir das Zelt hier oben aufgebaut. Oh, Forschungsstation. Habe ich was zum... Was ist das? Rohstoffsucher. Keine Energie. Den ASL-Terminal. Haben wir hier irgendwas, was wir untersuchen können? Die Beere. Was können wir denn daraus machen? Heckenmeister und Bärenleder. Gut. Oh, neue Rezepte entziffert. Ein Kiemenrohr. Ah, bestimmt zum Tauchen. Sieht so ein bisschen aus wie das Ding von Star Wars, Episode 1. Und ein Kieseldolch. Ja, hat der Kieseldolch besondere Stärken? Können ja mal gucken, wenn wir jetzt auf Herstellen gehen. Kiesel, Stachelsprössling? Schaden? Geschwindigkeit sehr langsam. Geschwindigkeit mega schnell, aber viel weniger Schaden. Am meisten Schaden ist mir nicht aufgefallen. Also habe ich nicht gemerkt. Empfand ich anders. Kieseldolch, hier unten. Ja, ist halt schnell, aber macht wenig Schaden. Aber die Geschwindigkeit. Seerosenwachs. Gut, das müssen wir alles noch erforschen. Was können wir denn hier? Wissenschaftsladen. Da können wir ein bisschen was ausgeben. Irgendwas, was wir brauchen können. Kochen für Anfänger. Kieselfundament. Oh, das sieht doch. Befestigte Basen. Eine besondere solide Tür für Außenpalisaden. Palisade, ein stabiler Verteidigungswall aus Unkrautstängeln. Den nehmen wir, oder? Haben wir genug? Ja. Aber dann können wir nichts mehr weiter. Fackelverbesserung, was haben wir hier? Eine Fackel, die durch die unfassbare Macht der Wissenschaft verbessert wurde. Die Erleuchtung naht und hält lange an. Ist ja interessant. Schilder Sertini-Geist. Eine Sammlung neuer Ideen zur Darstellung im Schildrahmen. Das kann ich mir sowieso nicht leisten. Hier alles brauchen wir uns gar nicht durchlesen. Kochen für Anfänger. Ist ein Daumen drauf? Ist empfohlen? Das brauche ich nicht. Wir sind minimalistisch. Wir essen erstmal das Kleine. Wir wollen erstmal bauen können. Burke, Aufgaben. Drei verfügbar. Ich habe ja noch nicht mal den Superchip für Burke. Ich kann ja jetzt nicht schon wieder hier eine Quest annehmen. Wenn ich die eine noch nicht mal fertig habe. Guck mal da oben. Sind das die Science-Punkte, ne? S-s-s-science. Hundert pure Wissenschaft. Für echte Forscher. Es ist langsam ziemlich dunkel hier. Warte mal. Das war jetzt eine Sackgasse. Hier muss mal Licht zur Hilfe. Ein Tetrapack. Also der Doktor, der Professor, der ist eine richtige Schlampe, ne? Der Garten, der sieht aus. Wenn ich wieder groß bin, dann kippe ich hier sowieso überall Benzin hin. Das kriegen die Viecher wieder. Wo muss ich denn? Ich muss ja nach. Da hinten. Ungefähr. Boah, wenn ich hier runterfalle, bin ich doch tot. Kann ich den... Was? Stirb, Jungspinne! Stirb, Jungspinne! Da ist noch eine. Ich brauche was Besseres. Boah, hau ab! Das hilft mir überhaupt nicht, das Blocken. Jungspinne. Das ist ja eklig. Jetzt gibt es die noch in klein, ja? Dass man die gar nicht wahrnimmt, bis es zu spät ist. Können wir den Baumpilz hier abbauen? Nö. Oder? Scheint nicht so. Aber wird mir ja auch nichts angezeigt. Nehmen wir erstmal den Speer wieder hier.
Komische Ungeziefer, was hier rumläuft. Hier komme ich nicht höher. Da ist nochmal pure Wissenschaft. Nee, warte mal. Pure Wissenschaft ist. Kannst du eben noch sehen? Sehr skurril. Sie ist weg. Okay. Die Suche nach der verschwundenen puren Wissenschaft. Aber wenn da pure Wissen, vielleicht ist das ja so ein Tipp oder sowas, wo man, obwohl, ich kann ja noch nicht so weit in der Ecke gelaufen sein, oder? Da ist die Wissenschaft. Das sieht gar nicht aus, als wäre die in der Hecke. Nee, die ist weiter weg. Gut, dann hat sich die pure Wissenschaft für uns erstmal erledigt. Wir bleiben dumm. Ist aber kein Problem. Wir finden die Forschungsstation und bilden uns. Oh, guck mal da. Intelligenz für uns. Das ist ja super. Oh Gott. Jetzt aber hier ein bisschen tricky. Oh no, Gott, ich habe gedacht, ich springe zu weit. Ja, genau. Der Ast wird immer dünner. Kann ich hier nicht krabbeln? Wenn ich crouche, kann ich denn überhaupt noch runterfallen? Bestimmt, ne? Ganz vorsichtig. Ach, wir haben dezente Höhenangst. Und wieder zurück. Auf den dickeren Ast. Ah, hier fühle ich mich sicher. Da ist die Forschung. Ich muss noch weiter rüber. Vielleicht sollte man hier, wenn es machbar ist, Geländer bauen. Damit man nicht runterfällt. Hier komme ich nicht weiter. Gott, oh Gott, das ist ja das reinste Labyrinth hier. Und dunkel. Die Nacht bricht herein. Da werde ich ja wohl nicht rüberspringen, oder? Bin doch nicht bekloppt. Oh Gott, das war knapp. So, hier kam ich nicht weiter, oder? Nö, hier komme ich nicht weiter. Doch, hier komme ich weiter. Der ist auch irgendwas Lilanes. Und hier haben wir nochmal Wasser. Können wir gebrauchen. Oh, das ist dreckig, ne? Ein Safttropfen. Oh, ist nicht dreckig. Süß, lecker. Wir haben da Licht und da ist, was ist das? Ne. Seilrutsche. Cool. Wir nutzen es mal. Keine Ahnung, ob ich später da wieder zurückkomme. Weg. Oh Gott! Und ich sehe es nicht! Ich sehe es nicht! Wo ist sie? Weg, weg, weg! Ich dachte mit dem Bogen Vollspannung, ein Pfeil, das Ding ist weg, weil die so klein ist. Das ging ja nach hinten los. Okay, da hinten sieht es aus, als wäre da die Forschungsstation. Wie kommen wir jetzt darüber? Da geht ein Ast. Nee, das ist nicht die. Bin ich da nicht hergekommen? Doch, die Forschungsstation ist irgendwo außen an der Hecke und wir sind jetzt ganz weit drinne. Und wir haben ja auch noch eine Tür gesehen. Da. Okay. Hey, wir haben es geschafft. Die Forschungsstation. Hey, Miniberg. Hey,
Ich hab dir nichts getan. Ich dachte, wir sind Freunde. Aua. Lass das. Da ist noch ein Miniberg. Ich gehe nochmal raus. Okay, vielleicht brauchen wir doch die Ameisenkeule. Der Miniberg, der ist ja auf jeden Fall nicht der schnellste. Kannst du einfach hier weitermachen? Miniberg, was ist passiert? Was? Rutz? Oh, das ist kein Berg. Der heißt Rutz. Wo ist meine Keule hin? Nimm das und dies und jenes und... Ausdauer weg. In dein Gesicht. Ich kann die Keule gar nicht nehmen, wenn ich die... die Fackel kann ich gar nicht nehmen, wenn ich die Keule in der Hand habe. Das ist ja... Oh Gott, mein Leben sieht aus. Wir müssen erstmal was essen. Ich habe da gar nichts mehr drauf. Und den essen wir. Und davon essen wir auch einen. Kann ich nicht essen. Muss ich erst zubereiten. Dann tauschen wir das mal mit den Pilzen. Dann haben wir zumindest ein bisschen was und dann kriegen wir auch wieder Leben. Ah, jetzt geht's uns gut. Achso, ah ja. Hm. Eine Kassette. I find it a wonder that the Burgle Mark IVs never caught on. I believe them to be far superior to the Mark IIIs. Those never lived up to my expectations. How's that? They can only calculate post-cooking burger weights to the nearest tenth of a pound. And they only had enough memory for one seasoning module, salt or pepper. All solved with you Mark IVs, not to mention your most excellent mustaches. Thank you. I will never forget this moment. Okay, also der Professor ist mit Burke sehr zufrieden, denn er hat einen wunderschönen Schnurrbart. Hier haben wir noch eine Akte. Vermessung Test 01. Datum 20.09.89. Oh, die ist schon älter. Heckenbeobachtungseinheit. Dr. Wendel Tully. Oder Tully. Anmerkung vor dem Test. Häufige Spec-Air-Verwendung belastet die Zellvolumenversorgung. Neukalibrierung des Vermessungssystems mit Fokus auf die benötigten Komponenten. Neues Standardprofil speichern und auf Tates T-Einheiten 009 und 017 für Extraktion hochladen. Ergebnisse fehlgeschlagen. Zahlreiche Systemfehler, unbekannte Interferenz während des Scan-Vorgangs, vermutlich irgendwelche Radiowellen. Mögliche Quellen. Nachbar Bill Henderson. Ja, das war schon immer so ein Schmutzfink. Der hat mich schon immer gestört beim Radio hören, denn kommt immer dieses... Die Kinder. Inspektor Hackett Walkie-Talkie-Set. Prominent? Hm, interessant. Interessant ist auch, dass ich keine Fackel mehr habe. Wir brauchen eine neue Fackel. Eine neue Fackel. Ich habe keinen Sprössling, ich habe kein Seil, ich habe keinen trockenen Grasbrocken. Wunderbar, wir sind top vorbereitet und wir haben hier keinen Strom. Können wir hier Strom anmachen? Öffnen. Ameisenomelette. Oh, das nehmen wir mit. Das klingt doch gut. Und hier haben wir noch ein bisschen spröden Quarzit. Drei Scherben. Die gönnen wir uns doch gerne. So, was können wir denn machen? Hier können wir jetzt nichts groß weitermachen. Wir sehen nämlich nichts. Ich würde vorschlagen, wir beenden die Folge, warten auf Tageseinbruch. Ich kann jetzt nicht runterlaufen, die ganzen Komponenten für eine Packe holen. Schlecht vorbereitet. Hashtag nicht vorausschauend. Wir warten auf den Tageseinbruch und schauen das nächste Mal, wie es hier weitergeht. In der Heckenforschungsstation. Und dann werden wir die einmal untersuchen. So, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.